Ihr seht ja, ich habe ein recht großes Rudel. Die Tendenz geht auch zur Mehrhundehaltung in Deutschland. Also man sieht immer mehr Menschen, die mindestens 2, eher 3, 4 Hunde haben, wenn nicht mehr. Und für die Hunde an sich, wenn das Rudel in eine intakte Einheit ist und sich gut versteht und gut aufeinander eingespielt ist, ist es für das Rudel einfach toll, weil sie einfach einander haben und Hunde nun mal keine Einzelgänger sind. Es gibt mal ein paar Ausnahmen, die lieber alleine leben, das gibt es auch, aber das ist eigentlich eher die Seltenheit. Yakari, zurück. Und ja, natürlich ist immer wichtig, wenn so ein neuer Hund kommt, das ist immer Aufruhr für das komplette Rudel. Auch wenn die jetzt nicht irgendwie Krawall machen oder was auch immer, es ist immer eine neue Situation und die müssen sich erst aneinander gewöhnen. Und da muss man auch sehr, sagen wir mal, nicht vorsichtig, ja, aber im Grunde doch irgendwo auch vorsichtig damit umgehen. Und nicht einfach den Hund holen und dann ins Haus reinwerfen und sagen, so, du bist jetzt hier. Wir machen es beispielsweise immer so, wenn ein neuer Hund kommt, dann treffen wir uns erstmal draußen, außerhalb vom Haus und gehen mit diesem Hund gemeinsam spazieren, dass die Hunde sich einfach schon mal auf dem Spazierengehen aneinander gewöhnen können und dann geht es aufs Grundstück und danach ins Haus. Aber meine Hunde sind auch Besuch gewöhnt und wissen auch ganz genau, die müssen da den Besuch akzeptieren und der wird auch ganz normal und freudig empfangen und da gibt es überhaupt keine Probleme. Natürlich muss sich auch der Besucherhund benehmen, ne? Aber wenn nicht, dann sorge ich schon dafür, dass er das tut. Also von daher ist das eigentlich, einen neuen Hund zu integrieren, relativ unproblematisch. Der neue Hund ist im Endeffekt, der kriegt beispielsweise auch immer als letzter dann erstmal Futter, weil er als letzter kam. Das mache ich beispielsweise auch so, damit er einfach ja, nicht ankommt und sagt, ich bin hier der King im Ring, sondern der muss halt erstmal seinen Platz finden und dieses Rudel muss sich neu strukturieren. Ja, Stress muss man natürlich einwirken. Es gibt ja manche, die sagen, Hunde regeln alles untereinander. Das sehe ich im Endeffekt nicht so, vor allen Dingen nicht bei diesen Größenunterschieden. Also ich kann nicht sagen, das Windspiel und der Galgo werden es schon untereinander regeln, weil wenn der Galgo das Windspiel schnappt, ist es einfach hinüber, wenn du Pech hast. Von daher alleine regeln lassen ist nicht. Ne? Ich bin einfach dabei, ich kontrolliere das auch, ich gucke mir auch an, wie verhalten die sich. Ganz oft übersehen die Leute das unterschwellige Drohen, was Hunde ganz oft haben, was nämlich nicht bedeutet, dass sie laut knurren oder dass sie die Zähne fletschen, sondern dass sie einfach über ihre Ausstrahlung drohen und man merkt es im Endeffekt nur daran, wie die anderen Hunde reagieren, dass sie beispielsweise ausweichen oder was auch immer. Da muss man natürlich dann auch dem Hund, der das macht, Einhalt gebieten, das ist einfach so. Und ihnen dann zum Teil auch, wenn es um Futterressourcen geht, meistens geht es ja darum, dass irgendwie Leckerlis verteilt werden. Kiyoshi, hierher, komm mal her. Leckerlis verteilt werden und dann irgendwie der eine der Meinung ist, ihm gehören sie alle. Das kann man schon mal haben, wenn so ein Hund neu reinkommt, der vielleicht auch lange Hunger gelitten hat und dann sagt so, oh, hier gibt es ja Leckeres zu essen und das möchte ich dann jetzt bitte alles für mich alleine haben. Da muss man natürlich aufpassen. Also es geht auf keinen Fall, dass es da irgendwie zu Beißereien oder was auch immer kommt oder dass irgendwelche Hunde sich nicht mehr wohlfühlen oder die Räume nicht mehr wechseln oder zum Beispiel an einem Hund nicht vorbeigehen. Das sind immer so die Anzeichen, wo man weiß, da wird unterschwellig gedroht. Ne? Ich meine, der Neue, da braucht man sich auch nichts vormachen, hat immer erstmal mehr Aufmerksamkeit auf sich, weil er erstmal alles lernen muss. Die Stubenreinheit und diese ganzen Themen müssen ja einfach einmal gelernt sein. Ne? Aber du darfst deswegen natürlich nicht die anderen vernachlässigen. Also das ist ganz klar, die müssen genauso viel Aufmerksamkeit bekommen. Und tatsächlich auch langsam machen. Also ich würde echt anfangen, einfach nur den Raum zu wechseln für eine Minute oder zwei und wieder in den Raum zurückzukommen.